Ja, kleiner Impuls aus München und ganz herzlichen Dank an Sie und auch an Professor Russwurm für die Gelegenheit, einen Impuls aus München geben zu dürfen. Ich möchte heute kurz darstellen, wo BMW bei der Transformation zur E-Mobilität steht und was aus unserer Sicht für ihren flächendeckenden Erfolg nötig ist. Jeder erfolgreiche Technologiewandel beruht auf der Teamleistung von Industrie und Politik. Und wir befinden uns längst mittendrin im Wandel zur E-Mobilität und müssen ihn gemeinsam managen. Wir bei BMW haben unsere Transformation voll im Griff. Unsere Auftragsbücher sind insbesondere für vollelektrische Modelle prall gefüllt, auch wenn sich gerade die wirtschaftliche Lage deutlich eintrübt. In 3 Jahren startet mit der neuen Klasse die nächste BMW-Modellgeneration voll elektrisch, voll digital, voll nachhaltig in einer absolut neuen Dimension. Bereits vor 2030 ist mindestens die Hälfte aller verkauften Automobile weltweit voll elektrisch. BMW ist erfolgreich, gerade weil es uns gelingt, herausragende Lösungen gleichermaßen für Kunden, für Gesellschaft, für Investoren zu entwickeln. Und natürlich ist die Zukunft des Automobils elektrisch. Wir wollen, dass sie so schnell wie möglich eintritt. Für diese Zukunft schaffen wir bei BMW die besten Produkte. Und wir unterstützen ausdrücklich das Ziel der EU-Kommission von -55% CO2 in der Neuwagenflotte bis 2030. Aber meine Damen und Herren, die besten Produkte laufen ins Leere, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Ich möchte daher 2 Punkte zur Diskussion beitragen. Der Weg in die Zukunft führt über bestimmte Erfolgsfaktoren, die wir alle erfüllen müssen. Und der Übergang dorthin muss im Sinne des Kunden gesteuert werden. Die Erfolgsfaktoren für die E-Mobilität sind ausreichende Ladeinfrastruktur, globale Verfügbarkeit grüner Rohstoffe, geschlossene Recyclingkreisläufe für Batterien und natürlich Grünstrom für die Produktion und den Betrieb von Elektroautos. Scheitert auch nur einer dieser Faktoren, scheitert die komplette Transformation und im Übrigen auch die CO2-Zielerreichung. Kommen wir zum Faktor 1, ausreichende Ladeinfrastruktur. Kein Kunde wartet stundenlang vor besetzten Schnellladestationen. Wenn elektrisches Fahren mehr als eine gut gemeinte Geste sein soll, muss die Ladeinfrastruktur mit dem Produktangebot Schritt halten. Das sehen wir im Augenblick nicht. Wir fordern daher ambitionierte und vor allem verpflichtende Ziele für den Ausbau der Ladeinfrastruktur für ganz Europa. Faktor 2, globale Verfügbarkeit grüner Rohstoffe. Wir sehen gerade sehr deutlich, wie verletzlich Europa ist. Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine sind die Preise für zum Beispiel Lithium oder Nickel um mehrere 100% gestiegen. Wir dürfen unsere Abhängigkeit von Öl nicht einfach gegen eine andere Abhängigkeit eintauschen. Würde man den Verbrennungsmotor einfach abschalten, würde Europa in eine gefährliche Abhängigkeit von Regionen rutschen, deren sicherheits- und geopolitische Entwicklung derzeit nicht einschätzbar ist. Deshalb sind auch Faktor 3, geschlossene Recyclingkreisläufe für Batterien so wichtig. Kein Rohstoff darf Europa verlassen, der den Kontinent einmal erreicht hat. Ab 2025 wird ein BMW zur Hälfte aus recyceltem Material bestehen. Bei unseren Batteriezellen maximieren wir die Recyclingfähigkeit bereits während der Entwicklung. China übrigens investiert in die Batteriezelltechnologie seit rund 15 Jahren enorme Summen. Deshalb haben sich leider für unsere neue Klasse ausschließlich chinesische Zellhersteller qualifiziert. Und schließlich Faktor 4, Grünstrom für Produktion und Betrieb. Alle unsere Standorte weltweit beziehen zu 100% Grünstrom. In Zukunft auch immer mehr direkt aus Erzeugungsanlagen. Natürlich entfaltet die E-Mobilität ihr volles Potenzial, aber nur dann, wenn auch die Autos mit Grünstrom betrieben werden. Wir haben große Sorgen, ob es in Europa genug Grünstrom geben wird. Fasst man all diese Faktoren klar zusammen, wird klar, in der Übergangszeit zur E-Mobilität ist Technologieoffenheit der einzig richtige Ansatz. Wir werden auch weiterhin hocheffiziente Verbrenner und modernste Plug-in-Hybride brauchen, um die Defizite in der Ladeinfrastruktur zu kompensieren, um effektiv CO2 zu reduzieren und natürlich, um ökonomisch widerstands- und wettbewerbsfähig zu bleiben. Unsere Kunden erhalten immer den effizientesten Antrieb, egal welchen, und dafür steht BMW. Der Übergang in die E-Mobilität muss aber bestmöglich gesteuert werden.
Das ist der zweite Punkt, den ich Ihnen mitgeben möchte. Eine Transformation dieser Dimension passiert nicht über Nacht. Jeder einzelne Faktor nimmt erhebliche Zeit in Anspruch. Unsere Plug-in-Hybride als Beispiel erzielen immer höhere elektrische Reichweiten. Der jetzt gerade neu eingeführte BMW X1 Plug-in-Hybrid liegt bei fast 90 Kilometern E-Reichweite. Wir müssen aber gemeinsam sicherstellen, dass Plug-in-Hybride allen Kundengruppen auch weiterhin als Einstiegsmodelle in die E-Mobilität über unveränderte Dienstwagenbesteuerung zur Verfügung stehen. Die angekündigte Aussetzung der Kaufprämie ab Januar ohne Übergangsregelung ist aus unserer Sicht ganz klar kontraproduktiv für den Markthochlauf der E-Mobilität. Als wichtigen zusätzlichen Impuls halten wir es auch für nötig, die Förderung für private Ladeinfrastruktur fortzusetzen. Und das gilt für das Laden zu Hause wie am Arbeitsplatz. Meine Damen und Herren, wir haben dasselbe Ziel, aber wir erreichen es nur gemeinsam. Ob wir die Transformation erfolgreich gestalten, entscheidet sich jetzt in der Übergangszeit. Wir bei BMW werden auch weiterhin unseren Beitrag dazu leisten. Ganz herzlichen Dank nach Berlin. Herr Weber, bleiben Sie noch einen kleinen Moment bei uns. Wäre das okay? Sehr gerne. Ja, sehr gerne. So eine Veranstaltung ist ja immer ein dicht gewebter Teppich, wie Sie wissen. Und momentan warten wir gerade noch auf Herrn Wissing, Ihnen wahrscheinlich auch nicht unbekannt. Der ist wahrscheinlich im Berliner Verkehr stecken geblieben, wie schon so viele vor ihm heute. Deswegen würde ich den Faden, den Sie gerade gesponnen haben, tatsächlich auch noch mal ein bisschen weiter drehen wollen. Also Sie haben gerade gesagt, weltweit 2030 50% der Neuzulassungen E-Autos. So habe ich es jetzt gerade verstanden, wenn ich richtig mitgeschrieben habe. Ist nicht meine Stärke. Und ist es tatsächlich so, also wenn wir jetzt uns angucken, also Stand heute sind es, glaube ich, 14% Neuzulassung E-Autos in Deutschland. Also wo stehen wir da im weltweiten Vergleich und wo könnten wir denn stehen heute? Ja, was Sie wirklich unterscheiden müssen, ist, wie verhält sich Deutschland, China, USA und die Einzelmärkte. Sie sehen ja zum Beispiel in Norwegen auch das Beispiel, wie eine sehr, sehr hohe Durchdringung des Marktes mit BEVs, also batterieelektrischen Fahrzeugen, aussehen kann. Dort liegen wir mittlerweile bei über 80% Anteilen von batterieelektrischen Fahrzeugen. In Deutschland merken wir, was passiert ist in den letzten 2 Jahren, dass das Interesse und der Hochlauf dieser und die Nachfrage nach batterieelektrischen Fahrzeugen rasant zugenommen hat. Und das führt dazu, dass wir, nehmen wir BMW als Beispiel, in diesem Jahr wahrscheinlich 10% BEV-Anteile sehen werden bei BMW. Und dann, wie gesagt, vor 2030 wird die Hälfte der Gesamt-BMW-Flotte global bereits BEV sein. Das bedeutet aber für Europa, dass vermutlich 2/3 oder mehr der Fahrzeuge in Europa rein elektrisch sein werden für BMW in diesen Jahren. Was ja auch immer kritisiert wird oder vielfach von Seiten des VDA und auch von Ihrer Seite, also von Seiten BMW, dass das EU-Parlament jetzt zum Beispiel synthetische Kraftstoffe, E-Fuels, eigentlich komplett aufs Abstellgleis schiebt und gar nicht mehr weiter behandeln möchte. Also es gibt im Grunde nur diesen einen Weg, E-Mobilität. Finden Sie das, warum ist das so ein Fehler? Was steckt da noch drin in dieser Technologie? Also was ich in den wenigen Minuten meines Impulses ja auch zum Ausdruck bringen wollte, ist, die Eindimensionalität des Vorgehens birgt ein immenses Risiko. Und Sie alle wissen, wie häufig ich gefragt werde, warum sperrt sich BMW gegen dieses Verbrenner aus so sehr? Und dann sage ich, weil die Fragestellung nicht die richtige Fragestellung ist. Und das habe ich Ihnen versucht zu erläutern. Es ist viel wichtiger, als die Frage zu beantworten, wann ist das exakte Datum des Verbrenner aus ist, sind die Voraussetzungen geschaffen, dass E-Mobilität in Kundenheim erfolgreich passieren kann. Und gerne nochmal, ich wiederhole nochmal, Laden, grüne Rohstoffe, Recycling der Batterie, das sind alles Faktoren, und Grünstrom natürlich zum Betrieb und Produktion. Also wenn diese Faktoren nicht gegeben sind, werden Sie sehen, dass die Zielsetzung, die wir verfolgen mit der E-Mobilität, dass wir die nicht erreichen werden. Und warum habe ich das Beispiel benutzt, der Ladestation, also der Schnellladestation an einer Autobahn? Wenn wir im Moment weiter wachsen werden, wie sich es abzeichnet, mit batterieelektrischen Fahrzeugen und die Ladeinfrastruktur
nicht Schritt halten kann mit unseren Fahrzeugverkäufen, werden Sie unzählige frustrierte Kunden erleben, die ihr Auto laden möchten, das aber nicht können, weil bereits eine lange Schlange an der Ladestation da ist. Und diese Frustration im Umgang mit E-Mobilität ist etwas, so sind wir fest überzeugt, wollen wir als Hersteller unter allen Umständen vermeiden. Und ich denke, das ist mindestens so wichtig für den Gesetzgeber und die Politik, dieses Szenario eines unbefriedigenden BEV-Erlebnisses durch eine überhöhte Geschwindigkeit, mit der wir das jetzt eindimensional in den Markt drücken. Das wollen wir unter allen Umständen verhindern. Das macht keinen Sinn. Vielen Dank, Herr Weber, Entwicklungsvorstand bei BMW, für diese vehementen Worte, die jetzt auch bis an das Ohr des jetzt anwesenden Bundesministers gedrungen sind. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank nach Berlin.